ZFG, das steht für Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft. Und der Begriff Zentralinstitut steht auch für das, was wir tun, nämlich wir sind ein interdisziplinäres Institut. Wir sind nicht einer einzelnen Fakultät zugeordnet, sondern wir arbeiten interdisziplinär für die gesamte katholische Universität. Die Arbeit des ZFG konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Arbeitsbereiche. Zum ersten sind wir natürlich ein Forschungsinstitut. Das sieht man auch daran, dass wir hier erhebliche Drittmitteleinkünfte haben. Wir konzentrieren uns dabei insbesondere auf sozialwissenschaftliche Forschung, aber auch normative Fragen interessieren uns. Zweitens sehen wir unsere Aufgabe darin, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken und da dem Thema Ehe und Familie auch Wirksamkeit zu geben. Und drittens schließlich sind wir auch eine Serviceeinrichtung für die Universität selbst, indem wir Beratung für Studierende und Beschäftigte anbieten. Wir sind hier am ZFG zuständig für alle Fragen zur Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf. Wir erheben und analysieren Daten mit quantitativen und qualitativen Methoden zu familienrelevanten Themen. Werteorientierungen und Einstellungen sind ein weiterer Forschungsschwerpunkt bei uns am ZFG. Am ZFG führen wir regionale und überregionale Forschungsprojekte zu Familienthemen durch. Wir beschäftigen uns mit familienpolitischen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Katholische Universität Eichstätt, Zürich, grüß Gott. Wir veranstalten Tagungen, Vorträge und Workshops, die sich mit familienwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Seit 2002 untersuchen wir am ZFG die Rahmenbedingungen des Soldatenberufs, seine Auswirkungen auf Partnerschaft, Familie und Erziehung im Rahmen einer langfristigen Kooperation mit dem katholischen Militärbischofsamt. Unsere Aufgabe ist einerseits, Intensivveranstaltungen mitzugestalten und zu entwickeln und andererseits die grundlegende Forschungsarbeit.